Willkommen bei Dirk's Home Photography. Heute mal ein Bildvergleich. Wir gucken uns Bilder an aus zwei Kameras, aus der Canon 6D Mark II. Wir haben hier einen Ordner mit der Canon 6D Mark II und eigentlich mit dem 50mm 1.2 Objektiv. Und wir gucken uns mal die Bilder an und vergleichen dann Bilder am selben Ort im Grunde genommen, auch in Malaga, mit einer alten Kamera, die Canon 550D, auch genannt T2i, die sehr günstig ist, die gibt es bei eBay für 200 Euro, mit einem Superweitwinkelobjektiv, 10 bis 18 mm. Und wir gucken uns einfach mal die beiden so im Vergleich an. Ich gehe einfach mal durch und werde immer ein bisschen erzählen. Mit dem 50 mm, mal schauen, hier sieht man es, 50 mm F8, ISO 100, 1/400 einer Sekunde. Mit dem 50 mm kriegt man ganz selten ein Haus komplett drauf, es sei denn, man ist relativ weit weg. Und wenn man dann durch eine Straße läuft, kann man gerade so, wenn man nach oben fotografiert, so etwas hier einfangen. Ein Teil des Hauses. Und das ist auch ganz interessant. Wenn man Architektur fotografiert, man muss nicht immer das komplette Haus fotografieren. Man kann auch einen Teil davon festhalten. Ihr seht, es dauert immer ein bisschen, bis das Bild geladen ist. Das liegt an der Auflösung der Kamera. Wir sind hier bei 4000 x 6000 Pixeln, 26 Megapixel. Da braucht der iMac immer eine Sekunde, bis das Bild hier fertig gerendert ist. Und ich lasse einfach mal hier die Einstellung oben drin. Ich fotografiere normalerweise offenblendig. Hier bei den Architekturaufnahmen bin ich aber mal zu F8 gegangen. Ich hätte auch hier bei F2 fotografieren können, habe ich bestimmt auch bei einigen Sachen. Aber damit alles scharf ist, habe ich abgeblendet. Die Innenstadt von Malaga ist ganz schön für Licht und Schatten. Man hat viel Schatten, man hat viel Licht und je nachdem, in welche Richtung man sich dreht, kann man entweder das eine oder das andere fotografieren. Alle Bilder sind mit dem gleichen Stil bearbeitet. Wir können uns auch mal die Bilder vorher angucken. Links ist unbearbeitet, rechts ist bearbeitet. Gehe ich einfach mal so ein paar durch. Oft ist der Unterschied gar nicht groß. Manchmal ja, manchmal nein. Hier links ist das Bild sogar gerader, habe ich das Gefühl. Der Unterschied ist nicht sehr groß, dennoch gibt es einen Unterschied. Und ich gebe den Bildern immer einen eigenen Stil. Die Bildbearbeitung geht rucki-zucki. Ich brauche ungefähr 5 Sekunden pro Foto. Das heißt, hier die 245 Bilder sind relativ schnell bearbeitet, so wie ihr das seht. Im Grunde genommen kann ich sie auch unbearbeitet lassen. Der Unterschied ist wirklich nicht sehr groß. Ihr seht, links ist unbearbeitet, rechts ist bearbeitet. Und wie zufrieden bin ich mit der 6D Mark II? Ich werde noch ein Review machen mit einem E-Book dazu, über 100 Seiten mit allen Bildern unbearbeitet direkt aus der Kamera in den nächsten Tagen. Für alle, die wissen wollen, wie sehen die Bilder unbearbeitet aus, die JPEGs, wie gut kann die Kamera Farben abbilden. Alle Bilder in dem Buch sind unbearbeitet. Das gibt es dann als Download in der Videobeschreibung. Nichts mit kaufen, sondern einfach nutzen, genießen. Und dann entscheiden, ist die Kamera was für mich oder nicht. Also, das sind jetzt Bilder aus Malaga mit der 6D Mark II und dem 50mm 1.2. Am Ende ist, finde ich, kann man mit jedem Objektiv fotografieren. Man braucht keinen Weitwinkel, um Architektur zu fotografieren. Man kann auch mit einem Teleobjektiv Architektur fotografieren, aber man kriegt andere Bereiche hin. Das zum Beispiel jetzt bei F1.2. Hier sind wir jetzt bei Offenblende. Vorher, nachher. Und einmal wieder zurück. So. Wie gesagt, das ist die 6D Mark II. Und jetzt gucken wir uns mal Bilder an von der Canon 550D, die ich schon seit vielen Jahren, bevor ich angefangen habe mit Fotografie, als Job habe, immer noch nutze für viele Videos. Im Grunde genommen ist die Kamera schon Game Over. Da kann man nichts mehr mitmachen. Die ist einfach nur noch da. Und ich nutze sie aber komischerweise immer noch. Und ich habe hier jetzt mal, ihr seht das, ich mache nochmal zurück. Da fangen wir so an. Ich habe
alle Bilder in drei Stilen bearbeitet. Ich gehe hier unten mal, ihr seht das hier unten. Alle Bilder haben irgendwie den gleichen Look. Wir haben diesen türkisen Himmel, wir haben einen Rotstich in den Bildern. Und hier sind wir sogar wieder in der gleichen Straße, hier mit diesem Comic-Bild an der Wand. Nur jetzt natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Na, vorhin hatten wir diesen Ausschnitt hier, so. Und jetzt sehen wir das Gebäude bis zum Himmel. Oder vom Boden bis zur Decke. Ich bin mit dem 10 bis 18 mm Superweitwinkel hier jetzt dabei. Und ich habe die Bilder alle in drei Stilen bearbeitet. Im Grunde genommen wähle ich einen Stil und hau den über alle Bilder rüber. Den ersten Stil bearbeite ich frei, so wie ich das mag. Wenn ich den Himmel so türkis will, dann mache ich den Himmel türkis und übertrage das auf alle Bilder, dass wir eine Serie haben, dass jedes Bild vom gleichen Fotografen ist, gleicher Stil, dass man jetzt ein Buch machen kann über Malaga und alle Bilder haben den gleichen Look. Der Stil ist aber sehr künstlerisch, deswegen habe ich die Bilder nochmal ein bisschen anders bearbeitet. Jetzt haben wir die gleichen Bilder, nur der Himmel ist jetzt nicht so türkis, sondern ein bisschen neutraler. Und vom Look sind die Bilder im Grunde genommen identisch wie die 6D Mark II auf den ersten Blick. Natürlich, der Dynamikumfang ist nicht so groß, die Schärfe ist nicht so stark, aber im Grunde genommen kriegt man da selbst, ihr seht das ja jetzt an den Bildern, tolle Ergebnisse hin. Im Superweitwinkel muss man immer gucken mit den Gebäuden am Rand. Die ziehen in die eine Richtung an der einen Ecke, in die andere Richtung an der anderen Ecke. Und man kann das noch korrigieren. Ich habe es teilweise so gelassen, teilweise korrigiert. Man verliert Bildinhalt, wenn man das begradigt. Und manchmal will ich lieber den Bildinhalt drin lassen und verzichte auf die Begradigung. Hier haben wir alles gerade, hier habe ich korrigiert. Hier sind wir bei 18 mm, das geht dann auch. Und hier haben wir auch wieder die Straße. Und im Endeffekt, ich bin mir sicher, wenn ich dir die Bilder zeigen würde, so, und dann die von der 6D Mark II, du würdest wahrscheinlich gar nicht wissen, dass das zwei unterschiedliche Kameras sind. Ihr seht hier, wie die Bilder teilweise noch umswitchen von der einen Bearbeitung in die andere. Oh, hier der türkise Himmel wandelt sich dunkelblau. Das heißt, alle Bilder sind im Grunde genommen mit einem Klick so bearbeitet und werden dann auf alle so übertragen. So kann man ganz viele Bilder ganz einfach bearbeiten. Warum mache ich dieses Video? Zum einen, um dir zu zeigen, wie unterschiedlich Brennweiten sind. Das hier ist jetzt 10 mm an der 550D. Und wenn wir jetzt auf die 6D Mark II gehen, in denselben Moment im Grunde genommen, dann sind wir, wo sind wir denn hier? Ah, hier sind wir. Sind wir hier. Das ist im Grunde genommen der gleiche Ort. Gleiche Gebäude, nur man sieht jetzt nicht das ganze Gebäude, man sieht nicht die ganzen Palmen, sondern man hat nur einen Teilbereich drauf. Ebenso wie in der Gasse hier. Also, hier sieht man gut die Gasse, bin ich weiter weg. Aber, ja, hier sieht man auch gut die Gasse, aber man sieht das Gebäude nicht ganz, ganz groß. Und hier sehen wir einen Teil des Gebäudes unten, hier sehen wir das gleiche Gebäude oben und mit 50 mm kann ich nur das eine oder das andere festhalten. Hier sehen wir diese Comicfigur, 50 mm. Und die Brennweite entscheidet, wie das Bild aussieht. Und im Grunde genommen ist die Kamera vollkommen sekundär. Also ich habe jetzt wirklich eine ganz alte Kamera benutzt, die schon durch ist, die nichts kostet, die man im Grunde wegwerfen kann und es ist okay. Das Objektiv ist ganz okay, aber die Kamera ist schon durch. Niemand würde sich so eine Kamera kaufen. Weil nach der 550D kam die 600D von Canon, die 650D, die 700D, die 750D, die 760D. Die hat schon so viele Nachfolger, die Kamera, dass niemand sich diese alte Kamera holen wird. Und dennoch ist das, was du heute dabei rauskriegst. Und das ist echt interessant, weil ich habe die Kamera eigentlich gar nicht zum Fotografieren mitgenommen, sondern zum Filmen. Um mich selber zu filmen aus der anderen Hand. Und dass ich da dennoch dann solche Bilder rauskriege, die vom Look genauso aussehen wie bei der 6D Mark II, ist irgendwie echt cool. Und dann fragt man sich, wieso
gucke ich eigentlich immer nach neuen Kameras und Reviews und warum gucke ich eigentlich immer in die Zukunft, wenn alles, was ich brauche für schöne Bilder, ich habe. Und dann ist unabhängig, welche Kamera du hast. Im Grunde genommen ist die Erfahrung mit deinem Equipment das Entscheidende. Zu wissen, wie du mit der Kamera und dem Objektiv umgehen kannst und sollst, das macht die Qualität der Bilder. Nicht das Objektiv, nicht die Kamera. Jemand, der eine alte Kamera hat mit einem Objektiv, aber immer damit arbeitet, kriegt vermutlich bessere Bilder hin, als jemand, der eine ganz neue Kamera hat mit einem ganz neuen Objektiv und noch sehr unsicher ist. Jetzt habe ich nochmal einen Stil genommen. Ihr seht immer noch hier, wie die Bilder teilweise am Wechseln sind. Jetzt habe ich alle Bilder einfach schwarz-weiß gemacht, in einem sehr dreckigen Look. Hier ist viel Körnung drin. Die Körnung können wir hier bei Effekte reinpacken. Hier seht ihr Körnung. Ich kann die auch rausnehmen, dann ist alles wieder clean. Oder dazu packen, dann ist alles wieder körnig. Und so kriegen wir ganz unterschiedliche Ergebnisse hin durch die Bearbeitung. Das ist der nächste Punkt. Das eine ist Objektiv. Objektiv ist wichtig für das Bild. Jedes Objektiv gibt dem Bild einen anderen Look. Kamera ist nicht so wichtig. Kamera ist, wenn du gutes Licht hast, so wie hier, dann ist die Kamera im Grunde genommen egal. Wir gucken uns mal hier eben alle. Hier siehst du immer ein Bild in Farbe, ein Bild in einer anderen Farbe und ein Bild in Schwarz-Weiß. Also hier türkiser Himmel, blauer Himmel, Schwarz-Weiß. Türkiser Himmel, blauer Himmel, Schwarz-Weiß und so weiter. Und das, so hat man drei verschiedene Serien mit demselben Bild im Grunde genommen. Das ist das, gucken wir uns mal. Links ist Original, ist auch okay. Hat jetzt für mich nichts Interessantes. Ist okay, das Bild, aber das, ich sehe da jetzt keinen Stil, ich sehe keinen Charakter, ich sehe keinen Lifestyle, ich sehe nicht, wie die Person, die das Bild gemacht hat, ihren Tag verbringt. Hier sehe ich schon ein bisschen mehr, wie der Typ tickt. Von den Farben, von der Stärke. Die Bearbeitung präsentiert den Charakter der Person, die das gemacht hat. Und Schwarz-Weiß ist, finde ich, immer eine schöne Alternative. Ich mache alle Bilder immer, wenn ich irgendwas fotografiere, für irgendwen gibt es alle Bilder immer in Schwarz-Weiß. Weil das von der Bearbeitung her nur ein, zwei Klicks sind, aber von der Wirkung nochmal ein ganz anderes Bild abgibt. Und du kannst sie alle schön groß drucken, selbst mit dieser alten Kamera. Das Bild kann man groß drucken, das würde ein schönes Bild sein. Dieses Bild könnte man auch drucken. Man kann ein Buch machen damit. Dieser Variante oder dieser Variante oder dieser Variante. Und gut, hier sind wir jetzt einmal durch. Das endet hier an dieser alten Burg in Malaga. Und mit der 6D Mark II, gucken wir uns das auch einmal an, sind wir auch in der Burg. Das ist dann zum Beispiel hier. Ich bin sehr zufrieden mit dem Look. Sehr rustikal der Look. Sehr, also sieht alt aus. Ne? Wenn man das Bild drucken würde, könnte man sagen, es ist ein altes Bild. Unbearbeitet. Links ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler. Und hier mal eine Doppelbelichtung ausprobiert. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Und ich gebe dir einfach so einen Einblick in die Bilder, die ich gemacht habe. Das sind jetzt... Das ist jetzt keine Auswahl, das sind alle Bilder jetzt in dem Ordner. Und... Malaga ist echt ein schöner Ort zum Fotografieren. Wir werden im Oktober nochmal einen Workshop da machen, wo du lernst, wie du solche Bilder relativ einfach hinkriegst und wo ich dir zeige, wie ich fotografiere, wie du damit Geld verdienen kannst und wie du alles lernst, was ich weiß über Fotografie. Wenn du auch mal mit dabei sein möchtest an diesem Ort, in einer schönen Villa mit eigenem Pool und anderen Fotobegeisterten, freue ich mich, dich im Oktober dort begrüßen zu können. Hier habe ich nochmal ein Bild genommen und unterschiedlich bearbeitet. Hier haben wir ein Riesenrad. Ich mache mal hier vorher. Links ist unbearbeitet. Das ist bearbeitet auf eine Variante, das auf einer anderen, das auf einer anderen, das auf einer anderen, das auf einer anderen. So unterschiedlich kann Fotografie sein. So unterschiedlich kann die Bearbeitung als Ergebnis erscheinen und man kann entscheiden, was will ich? Will ich knallige Farben? Will ich auffallen? Will ich verrückt sein?
Oder will ich eher neutral sein, etwas zurückhaltender? Dann lasse ich es relativ neutral. Das ist einfach so ein kleiner Einblick jetzt in die Bilder hier aus Malaga. Kleine Gegenüberstellung. Canon 6D Mark II, teure Kamera, teures Objektiv. Kamera 1.7, Objektiv 1.3, sind 3.000 Euro. Im Vergleich 550D gibt es bei eBay 200 Euro, Objektiv 220 Euro neu. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Bilder so viel schlechter sind. Durch den Weitwinkel sind die natürlich anders, aber man sieht mehr von den Orten. Natürlich mit Verzerrung, weil ich sehr nah da dran stehe. Aber dennoch sehr sehenswert. Und ich schaue mal, ob ich wieder einige bei Adobe Stock verkaufe. Manchmal, wenn ich Bilder habe und kein Abnehmer, keine Person, die jetzt die Bilder, für die ich die gemacht habe, dann verkaufe ich die bei Adobe Stock. Das ist eine Plattform, wo Firmen oder Leute, die eine Website bauen, Bilder suchen können. Zum Beispiel können Leute eingeben, Zentrum Malaga. Und dann findet man zum Beispiel so ein Bild. Und dann können die das Bild kaufen. Ich bekomme dann Geld. Und die können das Bild nutzen für ihre Website, für ihre Flyer, für ihre Unternehmung. Vielleicht ein Anreiz, wenn du auch Bilder hast, die dir gefallen und ich weiß, was du damit machen sollst. Stockagenturen, Adobe Stock, finde ich, funktioniert sehr gut. Ist immer eine schöne Möglichkeit, solche Bilder irgendwie zu verwerten. Ja, das war's.